Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich glaube, die Debatte hat deutlich gemacht, dass wir grundsätzlich ein wichtiges und richtiges Thema anhand dieses Antrags diskutieren. Der Antrag, der allerdings völlig in die falsche Richtung geht. Auch das ist in der Debatte schon an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden. Und ich will das an wenigen Punkten noch einmal pointieren. Da liest man auf Seite 2 des Antrags unter anderem, der Hochschulpakt 2020 und die Exzellenzinitiative seien wesentliche Ursachen für die prekäre Situation im Wissenschaftsbereich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, auch im Lichte der Diskussion, die wir heute Mittag geführt haben, und auch im Lichte der Tatsache, dass es ohne den Hochschulpakt und ohne die Exzellenzinitiative ja überhaupt nicht möglich gewesen wäre, die Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren im Wissenschaftssystem hatten und an den Hochschulen hatten, überhaupt zu meistern. Das ist ein Einstieg, den dieser Antrag liefert, dieser mit einer heißen Nadel genähten, ein Sammelsurium beinhaltenden Antrags, der ja zum Ziel hat, sozusagen ein bisschen Anschluss zu finden an die Diskussion, die in der SPD und in der Koalition insgesamt längst läuft zu diesem Thema. Ich kann das auch verstehen, dass die Antragsteller natürlich die Bedeutung der Exzellenzinitiative und vor allen Dingen des Hochschulpakts fürs Hochschulsystem nicht an erster Stelle stehen, weil sie ist die einzige Fraktion, die in Regierungsverantwortung nicht daran beteiligt war. Und ich kann das auch verstehen, dass die Antragsteller nicht besonders laut über das Thema Entlastung der Länder auch über die BAföG-Billionen bzw. Milliarden sprechen wollen. Aber Fakt ist, dass die Große Koalition wie seit Jahren nicht die Länder entlastet, damit sie auch ihre Aufgaben besser erfüllen können, auch in der Finanzierung des Hochschul- und Wissenschaftssystems. Der Antrag zeigt aber auch eines sehr klar, darauf hat Frau Kollegin Dinges-Diering auch schon hingewiesen und andere, sie haben ein grundsätzlich anderes Verständnis, wie das Wissenschaftssystem organisiert werden soll, als das die SPD hat, als das die Koalition insgesamt hat. Und ich glaube, auch da kann man die zweite Oppositionspartei mit einbeziehen. Sie wollen Förderung von Exzellenz abschaffen. Gut. Sie wollen themenspezifische Forschungsförderung abschaffen. Okay. Sie wollen den Pakt für Forschung und Innovation auch abschaffen. Auch okay. Danke, dass das in der Form auch mal wieder deutlich geworden ist, weil dann ist auch ganz klar und ebenso klar kann ich sagen, das wollen wir eben nicht. Wir wollen Spitzenleistungen und Exzellenz, die wir übrigens vielerorts in unserem Hochschul- und Wissenschaftssystem haben, gezielt weiterentwickeln. Wir wollen Forschungsprogramme themenspezifisch. Wir wollen damit auch Steuerungsfunktionen behalten und Gestaltungsanspruch untermauern. Wir wollen Forschung und Innovation sichern, weil wir als Wissensnation und nur als Wissensnation im globalen Wettbewerb uns behaupten können und das am Ende des Tages ja allen Menschen in Deutschland auch zugutekommt. Ich komme zurück. Grundsätzlich ein richtiges und wichtiges Anliegen, das dieser Antrag thematisiert. Wie er es thematisiert, hilft nicht weiter. Wir werden hingegen, und wir haben das in sehr intensiven Gesprächen in der Koalition begonnen, natürlich die Fehlentwicklungen, die wir auch zu konstatieren haben, anpacken. Das ist benannt worden. Wir wollen den Befristungsanteil reduzieren. Wir wollen die Dauer von Befristungen verlängern, die Vertragslaufzeiten an die tatsächlichen Lebensbedingungen anpassen. Wir wollen dem wissenschaftlichen Nachwuchs eine Perspektive geben und haben den Pakt für den wissenschaftlichen Nachwuchs auf Koalitionsebene beschlossen und der Einladung des Antrages, auch die Länder herzlich dazu einzuladen, ihre eigenen Finanzierungssysteme mal zu überprüfen, nach Grundfinanzierungsanteil und den sogenannten erfolgsabhängigen Faktoren, die dort niedergelegt sind, die Länder zu diesem Überprüfungsprozess einzuladen. Da schließen wir uns sehr gerne
der Anregung des Antrags an. Ich persönlich könnte aus meinem Heimatland Hessen viel über Fehlentwicklung diesbezüglich erzählen und über relativ wenig Aktivitäten da gegenzusteuern. Ich komme zum Schluss. Die Koalition ist und bleibt am Thema dran und sie wird an den richtigen Stellschrauben anpacken. In dem Antrag allerdings steht vieles, was nicht in die richtige Richtung führt. Er erweist insgesamt dem Wissenschaftssystem einen Bärendienst. Herzlichen Dank. Ich schließe die Aussage.